Und da sind wir auch schon wieder. Also, Sigille haben wir an. Da unten dürfte es jetzt heiß werden. Ist jetzt die Frage, ob wir gar keinen Schaden bekommen oder nur weniger. Aber wir haben genug Heiltränke dabei. Also, Schild in die Hand. Und runter da. Und bisher gar keinen Schaden. Das ist schon mal sehr gut. Eine Heldenstatue, noch eine Heldenstatue. Und noch mehr. Oh, da kommt ein Gegner. Was bist du? Du bist ein brennender Mann mit einem Feuerschwert. Hm. Okay. Man kann nicht sagen, dass die Spieledesigner keine Ideenreichtum hatten. So ein Steinblock, den wir verschieben können. Mehr Statuen. Und mehr brennende Menschen. Na, wir hauen gut rein. Das sind wahrscheinlich alles Abenteurer, die hier unten schon mal verbrannt sind. Weil sie Sigille nicht hatten. So, hoffen wir, dass unser Stöckchen kein Feuer fängt. Aber wir brauchen Heilung. Ah, das war doch eine schöne Heilung. So. Ich drücke jetzt erstmal noch gar nichts und verschiebe auch keine Blöcke. Denn wenn wir da einen Fehler machen, müssen wir wieder unseren Granitblock verschwenden. Und das muss hier nicht unbedingt sein. Ah, stimmt, hier war da ein Raum, wo wir schon mal ein paar Gegenstände aufgesammelt hatten und durchgehend Feuerschaden bekommen haben. Was haben wir hier? Noch eine Statue. Überall. Hallo, Stein. Stein ist immer noch ruhig. Viel zu ruhig. Also wir haben einen Stein, der sich nicht bewegt, wir haben jede Menge Druckplatten und einen Block, den wir verschieben können. Das verspricht ja viel Rätselspaß. Und da ist eine Druckplatte, da ist eine Druckplatte. Da kann der Stein lang rollen. Komisch ist, das Geräusch von denen hört sich eher so an, als wenn man im Wasser schlagen würde. Komisch. Na gut. So, noch eine Druckplatte, weil wir noch nicht genug haben. Ist hier jetzt irgendwo noch ein Stein vielleicht? Ja, noch ein Stein. Und der kann jetzt hier lang rollen. Der rollt da lang. Da gibt es bestimmt noch irgendwo einen Stein, der da lang rollt. Aber wofür die jetzt da sein sollen? Eigentlich will ich nur zum schwarzen Griesgarn. Es haben definitiv viele Abenteurer versucht, hier runterzukommen. Komm, stirb, wir müssen uns heilen. Heilzauber. Aber ich denke mal, wenn wir das Rätsel jetzt hier gelöst haben mit den ganzen Druckblatt und Steinen, dann dürften wir auch bei dem Grieskram mal landen. Denn wir haben ja doch schon recht viel hier erforscht und Eisenmarken gesammelt und hast du nicht gesehen. Was kam da gerade angeflogen? Oh, die sind auch Fernkämpfer. So, irgendwo noch ein Stein? Nein, nur noch mehr brennende Skelette. Ja, es wäre langweilig ohne Gegner, aber wenn es einfach nur ums stumpfe Abschlachten geht, finde ich es doch ein bisschen langweilig mit der Zeit. Zumal es ja eigentlich nur darum geht, oh, da sind Gegner, das heißt, ich muss jetzt, wenn ich zu viel Schaden nehme, einfach mich einmal kurz hochheilen. Und wenn ich mich zu oft hochheilen muss, dann bedeutet das, dass ich einmal schlafen muss. Also pausieren und hochregenerieren. Das ist jetzt nicht so kritisch.
Aber gut. So, wir sind in der nächsten Ecke. Hier sind wieder überall Statuen. Und zwei brennende Gegner. Na gut. Ein, zwei Treffer noch, wir sollten heilen. Den kann man sogar einigermaßen gut ausweichen. So, jetzt aber Heilung. Und dann würde ich jetzt eigentlich ganz gerne das Rätsel lösen, wenn die Herren Skelette mich dann lassen würden. So, hier war nur Platz für die Skelette. Hier sind wieder überall Statuen. Gut, gut. Wo geht's denn da lang? Achso, da kamen wir her. Gleich wieder runter. So, das heißt, wir gehen jetzt mal in den Mittelraum und gucken uns da um, weil bisher sind wir nur einmal außen rum gelaufen. Was war das jetzt? Ach, bestimmt wieder ein Feuer. Genau. Du warst das. Hinterhältiges, untotes, brennendes Etwas. Na komm. So. Also hier unten haben wir einen Steinblock. Den können wir entweder hochschieben und zu einem von den Platten drücken. Oder wir können ihn runterschieben, einmal außen rumlaufen und auf die Platte drücken. Wir brauchen definitiv mehr Blöcke. Die Statuen werden wir wahrscheinlich nicht verschieben können. Und was haben wir ganz in der Mitte? Okay, Türen, die wahrscheinlich aufgehen, wenn alle Platten gedrückt werden. Würde zumindest Sinn machen. So. Noch eine Tür, jo. Hoffentlich versteckt sich da jetzt noch ein Block, sonst haben wir ein Problem. Nö, kein versteckter Block. Okay, auf die Platte sind wir schon mal getreten. Ich glaube, auf die auch. Aber das können wir nur mal kurz testen. Der Stein wird nur noch da und da rollen, also wird er keine Platte für uns drücken können. Das ist schade. Und der hier genauso. Also gucken wir mal. Die Steine sind immer noch in ihren Punkten. Warten wir mal kurz. 21, 22. Steine sind immer noch an ihren Punkten. Okay, die Druckplatte löst schon mal nicht die Steine aus. Das heißt, wir testen jetzt mal, ob wir mit normalen Steinen rauflegen, die auslösen können. Wo war jetzt unsere Steintasche? Nee. Steintasche? Nee. Steintasche. Nehmen wir erstmal die ganzen kleinen, damit wir nicht so viel Krimskrams in den Taschen haben. Jetzt noch ein, zwei große. Zwei, drei große. Drei, vier große. Vier, fünf große. Fünf, sechs große. Mann, die wiegen wie viel Kilo das Stück? 10. Da liegen jetzt schon 100 Kilo drauf, mit den ganzen kleinen zusammen. Ah, okay, endlich. Ein Magier wäre hier verendet. Hätte gerade mal zwei von den Steinen tragen können. Hätte 10.000 mehr hin und her laufen müssen. So. Hier. Hier packen wir mal die restlichen Steine, die bestimmt nicht reichen werden, rauf. Und hier erstmal gucken wir selber, was passiert. Türen sind immer noch zu. Steine sind immer noch an ihrem Platz. 21, 22. Steine sind immer noch an ihrem Platz. Okay. Dann Steine drauf. Und Stein drauf. Und Stein drauf. Und Magiesack drauf. Und den Stein schieben wir jetzt runter. Laufen einmal rum und schieben ihn auf die andere Druckplatte. Dann hoffe ich mal, können wir in die Mitte rein. Und unseren Magiesack heben wir später wieder auf. Da werde ich auch ganz bestimmt dran denken, denn der ist irre wichtig. Es wäre echt peinlich, wenn wir beim Kriegsherrn auftauchen und unsere Handtaschen nicht dabei haben. So, weiter runter, weiter runter.
Und einmal schieben. Jetzt sind eigentlich... Oh ne, die da unten ist noch nicht gedrückt. Ah. Mal gucken, ob wir dafür genug Gewicht haben, weil ich will nicht meinen letzten Steinblock verbrauchen. Nicht für sowas. Was hat es eigentlich mit den Kugeln jetzt hier auf sich? Oh, die können wir schieben. Ah, ich hätte sie in eine andere Richtung schieben sollen. Okay, ich warte jetzt, bis die Kugel zurückkommt und versuche sie dann im richtigen Zeitpunkt darauf zu schieben. Richtiger Zeitpunkt. Ich brauche Ewigkeiten. Cool. Achso, wir können einfach gucken, wo sie ist. Ah, sie ist gerade ganz oben. Sie ist immer noch ganz oben. Oh, das sind keine normalen Kugeln. Das sind Kugeln, die wir einfach so anstupsen können. Da laufen sie gegen eine Wand und bleiben stehen. So, also schubsen wir dich jetzt nach links. Nee, wir holen jetzt die Sachen von der Steinplatte darunter. Ganz viele Steine. So, und schubsen jetzt die Kugel nach da. Stups. Schöne Sache. Dann holen wir uns jetzt unseren Magiesack und machen das gleich auf der anderen Seite auch. Schön, schön. Muss ich meinen Block also nicht verschwenden. Und den Stein können wir auch mitnehmen und den und den und den. Und wo war jetzt der letzte Stein? Oh, der war schon hier. Also einfach nur nach oben schubsen. Das heißt, da ist Stein drauf, da ist Stein drauf, da ist Block drauf. Müssen wir nur noch nach unten links. So, und dann will ich gefälligst einen Grießkram sehen. Der uns eine schöne, schöne, oder auch hässliche, ist mir ziemlich egal, wie sie aussieht, aber auf jeden Fall eine Truhe baut. Aus dem ganzen komischen Zeug, das wir ihm da anschaffen. So, Steine. Stein um Stein. Mauer ich dich ein. So. Ja, ich höre gerne Rahmenstein ab und an. Mal gucken, wie viele Blöcke wir da brauchen. Lalala. Komm, der nächste muss es sein. Okay, der nächste muss es sein. Du bist kein Stein. So. Und Türen sind auf. Gucken, ob du überhaupt irgendwas... Na, warum gehst du jetzt so weit? Kein Grießkram. Doch, ein Grießkram. Der blaues und einen Herzenstattoo hat. Bei der immerwährenden Hitze der Tage und Nächte seid willkommen. Hab Dank. Man heißt mich nur selten willkommen. Ganz gleich, ob es Tag oder Nacht ist. Noch mehr würde ich mich über diese Begrüßung freuen, wenn ihr der schwarze Grießkram wärt. Es heißt, er sei von der freundlichen Art. Nur wenige sollen ihn in den letzten Jahrhunderten zu Gesicht bekommen haben. Also ist er es. Wie ist es möglich, dass ihr hier vor mir steht? Kein menschliches Wesen kann dieser Hitze standhalten. Ich besitze eine der alten Sigillen des Schutzes. Ihr wisst euch wahrhaftig zu helfen. Ich dachte immer, es gäbe keine mehr. Sie stammen aus den Tagen, als wir einen Pakt mit den Menschen schlossen, um magische Gegenstände für sie zu schmieden. Meine Hochachtung. Die Sigille funktioniert wirklich ausgezeichnet. Hütet sie gut, denn diese Sigille schützt gegen naturbedingte Hitze. Gegen Zaubersprüche und magische Feuer hilft sie jedoch nicht. Der hat sich Fesseln an seinen Bart gemacht? Auch nicht schlecht. Nun, ich will nicht mit euch spielen. Ich bin der schwarze Grießkram. Dann würdet ihr für mich eine Art Truhe schmieden? Der Preis ist das Gute. Je schwieriger die Aufgabe, desto mehr Gutes muss das Ergebnis der Welt bringen. Ich beabsichtige, einem bösen Kriegsherrn seine Macht zu entreißen.
Das Geschenk des dunklen Gottes will ich einschließen und dann zerstören. Das gefällt mir. Unser Handel gilt. Nun erzählt mir von der Truhe. Ich brauche eine Truhe, in der ich das Böse selbst aufbewahren kann. Dann habt ihr also die nötigen Materialien. Etwas derartiges kann nicht aus gewöhnlichem Material geschmiedet werden. Ich habe alle notwendigen Materialien mitgebracht. Der schwarze Griesgram schmiedet hier mit Zauberkraft die Truhe dir. Hoch sind die Flammen, hell und heiß, das Eisen nicht wohl zu zähmen weiß. Tief aus dem Berg gehärtet von der Schlacht, vereint werden Kräfte dem Guten die Macht. Ich schmiede das Eisen, die Muskeln gestillt, die Arbeit ist alles, was jetzt zählt. Hab ich es begonnen, hält nichts mehr mich auf, so ändert sich deines Schicksals Lauf. Das Lied ist beendet, das Werk ist vollbracht, nichts auf der Welt dies mehr ungeschehen macht. Sehr cool. Es ist schön, einen solchen Menschenfreund wie euch getroffen zu haben. Und ich freue mich, nach so langer Zeit jemanden wie euch getroffen zu haben. Denn ihr seid jemand, der sein Leben im Kampf für das Gute riskiert. Schön, schön. Also ja, diese Gesangseinlage fand ich echt toll, dass sich die Mühe gemacht haben. Vor allem auch einigermaßen gut übersetzt. Und wir haben jetzt unsere Truhe. Die heißt einfach nur schlicht Truhe. Na gut, wir haben jetzt unsere Truhe mit den Totenschädeln und dem pinken Schloss vorne dran und speichern erstmal ab. Nicht da, da. LP 71A und wir sehen uns gleich wieder.